So, da sind wir wieder. Hallo. Können wir mit dem Kleber das Loch machen? Der Kleber nützt hier nichts. Erstmal angucken. Es ist ein nettes Boot, bis auf das enorme gähnende Loch im Boden. Okay. Können wir wahrscheinlich noch nichts mitmachen. Können wir zum Wasserfall? Scheinbar. Er ist nass. You don't say. Nein. Okay, irgendwas muss doch dann später mit dem Wasserfall. Ja, wahrscheinlich müssen wir einen ausmachen oder so. Ja, das stimmt, das ist Monkey Island, da kann man was wir machen. Ja, mit einem Affen, den man als Schraubzwinge benutzt. Ja. Oh, da ist ein Pfad. Ich habe eigentlich hier hingeklickt. Aber das wird wohl der Pfad sein. So. Okay. Ich erstmal noch nicht da weg. Oder? Ich würde jetzt hingehen und... Ach, wegen dem Hühnerladen da, ne? Ja, weil wir da doch jetzt eine Reservierung haben. Ja. Oh, da kriegen wir bestimmt den Krug her, den wir für den Jungen brauchen. Für irgendwas müssen wir den bestimmt... Ja. Haben Sie eine Reservierung? Ja. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Mr. Verzeihung. Mrs. Kriegwut. Einfach. Such den Platz aus. Ha, ha, ha. Er ist furchtbar zurückhaltend für einen Piraten. Der sieht auch furchtbar tot aus. Ich will es noch nicht einmal ansehen, geschweige denn anfassen. Hey, Mister! Mister, hören Sie? Ah! Oh, es ist einer aus LeChucks Skeletthorde. Ei! Ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich. Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Ei! Und er hat sich über meine Hühnchen beklagt. Oh. Kannst du das Messer nehmen? Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango fragen. Ja, wer hätt's gedacht? Wer ist das denn? Das ist irgendeine, oh, ich weiß es nicht mehr. Videospielfigur? Und die sieht halt, ist halt so ein Skelett. Mit genau diesem Totenkopf. Ah, okay. Ich hab jetzt aber ernsthaft gedacht, dass hier die Leute so lange sitzen, bis sie rankommen und deswegen ist er schon tot. Nicht, dass das einer von Chucks Leuten ist. Wir nehmen alles mit. Einfach alles nehmen. Hat funktioniert. Sparmenü. Zwei Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Das hört sich gut an. Mhm. Müssen wir wieder Hühnchen machen. Ja. Traditioneller Grog. Gebraut auf altmodische Art. Die unhygienische Art. Können wir eigentlich reingehen? Nee. Nö. Können wir uns da irgendwie hinsetzen? Nee, eben nicht. Können wir den da wegschieben? Keksfass? Keksfass. Wir nehmen uns Kekse. Ich brauche kein ganzes Fass. Ich nehme nur einen. Wir nehmen erstmal den Keks. Leckerer Butterkeks. Dieser Keksschneider würde hier nichts nützen. Da war das ein Messer? Ein gezacktes Brotmesser.
Okay. Hä? Das gibt alles immer weniger Sinn. Also ich kann mir vorstellen, dass wir nachher einen Kompass machen müssen, weil das hier drin steht. Und wir haben eine Nadel. Oh, wir haben eine Nadel? Wir haben eine Kuchenform. Wo man das drin machen kann, wenn man dann noch... Ah, dann wahrscheinlich Wasser aus dem Wasserfall. Ja. Dann brauchen wir nur noch was Magnetisches. Wo ist Stan, wenn man ihn braucht? Nein, wir brauchen Stan nicht. Niemand braucht Stan. Können wir den irgendwie wegschieben oder so? Achso. Drücke. Er ist tot, ich will ihn nicht anfassen. Es stört ihn nicht. Dieser ganze schmutzige Schauplatz schreit regelrecht nach Streit. Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango fragen. Mann! Oder haben wir hier jetzt erstmal alles, was wir... Oh, scheußliches Porträt. Ja. Ich find's witzig, wie die ganze Zeit hinher springt. Ja, schauen wir mal. Was haben wir? Was? Gezackte... Warte mal. Können wir vielleicht zu den Baumstämmen gehen und die damit irgendwie durchsägen? Wofür auch immer. Keine Ahnung wofür, aber man kann es mal probieren. Hä? Nee, das war die Tür. Da wollte ich doch gar nicht hin. Wo ging's denn nochmal zu der Gasse? Da? Hier? Nee, da geht's ins Theater. Da geht's in die andere Tür. Stimmt, ist das Theater. War das eine andere... anderer Ort? Mit dem Hügel? Das war bei der... Nee, Festung war die Brücke kaputt. Daher? Ah, dadurch wahrscheinlich. Hm. Ah, ja, okay, bitte. Dieses gezackte Messer funktioniert hier nicht. Dann benutzen wir es mit dem Kopfpass-Ding. Wenn ich das Fass anschneide, fließt der ganze Rum heraus. Wir haben übrigens immer noch das Blasrohr. Dieses gezackte Messer funktioniert hier nicht. Funktioniert's mit dem Gummibaum? Keine Ahnung. Ein Gummibaum? Noch ein Gummibaum. Können wir mit der Schere den Gummibaum zerschneiden? Dieses Messer schneidet vielleicht normales Holz, aber keinen Gummibaum. Da versucht die Schere. Der Baum ist zu gummiartig, um ihn mit einer Schere abzuschneiden. Aber sie schneidet durch fast alles. Okay, was? Was? Vielleicht müssen wir hier auch erst später hin. Leckere Butterfee. Was machen wir mit diesem verdammten Keks? Ja. Ah. Was? Hä? Ich brauche nur einen Stopfen. Ah, oh, für das Boot bestimmt. Ja. Klar, ein Korken. Hast du auf die Uhr geguckt, als wir gestartet haben? Ja, ein paar Minuten danach. Okay. Geh hier hin, einfach. Ja, schon ein hübsches Hörtchen. Nur die Leute sind irgendwie alle so ein bisschen kacke. In jeder Stadt in Monkey Island sind die Leute immer ein bisschen merkwürdig, kacke, komisch, blöd. Ja, aber nur ein bisschen.
Und nicht Advanced Arschlöcher allesamt. Also hier ist eigentlich nur der kleine Junge so ein Advanced Arschloch. Du meinst der Restaurantbesitzer nicht? Wieso? Weiß nicht, ich mag den nicht. Ich finde den voll witzig. Naja. Was, hier fahren wird? Ja, die ist die ganze Zeit schon so. Da wollten wir auch die ganze Zeit schon hin, von daher. Aber, warte, wussten wir das? Ja. Hier fahren? Ja. Habe ich mich darüber schon mal lustig gemacht? Wahrscheinlich. Hier fahren. Ja. Und wir können versuchen, mit der Schale schon mal Wasser zu holen. Ja. Stopsen. Gut. Klasse! Für einen selbstgemachten Gummistopfen klappte das ganz gut. Es bleibt da nicht drin. Ja, dann mit dem Kleber. Stopfen mit... Der Stopfen ist jetzt voller Kleister. Perfekt. Sehr schön. Mit Brot? Ja, noch zu Brot. Können wir jetzt einfach zu dem Brot? Zum Piraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da schon drauf sollen. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht finden wir da ja was. Ach, dass man die Bewegung nicht verschnellern kann, ja. Spiel. Fünfzehn Mann auf des toten Manns. Was? Wer bist du? Das würde ich dich fragen, Junge. Was ist mit dir kaputt gegangen? Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin gekommen, um meine Freundin zu holen. Nun, wir werden gleich sehen, was mein Kapitän von deinen Drohungen hält. Deinem Kapitän? Ja, Threepwood, du befindest dich an Bord der Seegurke. Ich bin Mr. Fossey, der erste Mat. Und mein Kapitän? Nun, der ist die Geißel der sieben Meere. Der gefürchtete Pirat Lutz. Ja, Captain, es ist auf dem Tisch, Sir. Lutz? Genau, Kapitän Lutz. Ja, Captain? Nur ein Eindringling, Sir. Ich kümmere mich um ihn. Er sagt, du sollst gefoltert werden. Wähle die Art deiner Bestrafung. Du wirst entweder geteert und gefedert, oder du musst über die Planke laufen. Ich meine, über die Planke, da steht unser Boot drunter. Warum ist hier ein Pfeil nach unten? Keine Ahnung. Federn klingt gut, wie wär's mit einfach nur Federn? Soll ich das nehmen? Ja. Federn klingt gut, wie wär's einfach nur mit Federn? Nein, tut mir leid. Nun, ich schätze, über die Planke laufen muss dann reichen. Wir versuchen, den Gebrauch von Teer und Federn zu vermeiden. Das gibt immer so eine Sauerei und wir müssen den Teer für Notfälle und Lecks aufsparen. Was sagt ihr, Männer? Sollen wir ihn über die Planke schicken? Ein Schiff voller Affen. Irgendwelche letzten Worte, Sweetboot? Ich komme zurück und leg euch alle um. Ich komme zurück und leg euch alle um. In Ordnung. Hinein mit dir. Muss ich selber machen? Achso, nee. Das ist komisch. Es hat nicht Platsch gemacht. Platsch! Ah! Muss ich das wieder benutzen? Kann man nicht. Nee. Achso. Wahrscheinlich brauchen wir erst irgendwas anderes, damit wir da hochkommen. Piratenschiff. Strand. Achso. Glück. Holen wir nochmal Wasser. Kann ich mit Doppelklick? Nein. Ja. Wir können Geschichten von der Gastkatze erzählen. Und ja, die uns schon wieder frühmorgens geweckt hat.
Wir haben noch gar nicht die Geschichte hier mit dem Flummer uns erzählt. Na, stimmt. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Doch. Vielleicht war hier jetzt gerade ein Cut. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir noch machen können. Ich bin auch etwas überfragt. Ist da noch bei der Festung noch irgendwas? Also außer einer Menge Hühner. Wir müssen mal so ein bisschen durchgehen. Was brauchen wir alles? Wir brauchen irgendwas, um die Brücke zu reparieren. Wir brauchen eine Anleitung. Ja. Für das Dingens im Theater. Ja. Wir brauchen wahrscheinlich einen Krug. Ja. Haben wir irgendwas? Können wir mit dem Nee. Irgendwas, womit wir uns als Mitglied ausweisen können? Nee. Wir haben einen Butterkeks. Ja. Können wir den Butterkeks dem Huhn geben und das Huhn mitnehmen? Kann ich probieren. Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später hungrig. Garmisch ist so ein Hühnerfeind. Hm. Hä, hey, warum schwimmen denn hier jetzt die Haie? Schwimmen die schon die ganze Zeit hier? Ich glaube nicht. Hm. Verfolgen die uns jetzt? Gucken wir doch nochmal in der Stadt. Bottich mit Farbe? Können wir mit der Farbe irgendwas noch machen? Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Was zur Hölle? Hä? Warum hat jetzt die Uhr geschlagen? Habe ich mich gerade auch gefragt. Ach, weil es halb ist vielleicht. Meinst du, das weiß das Spiel? Die Computeruhr? Ja, weiß es übrigens. Die Uhr passt. Ja. Oh. Oh. Hm? Es ist abgeschlossen. Hm. Und ja, die Haie verfolgen uns. Ganz klein da unten rechts. Ja. Hm. Können wir mit den Haien... Können wir die an das Strandresort da locken? Oh, ja, das ist eine gute Idee. Warte. Was hier durch? Nee, da durch was, ne? Ja. Wenn die uns schon hinterherkommen? Mhm. Ja, weil selbst da schwimmen die gerade. Mhm. Vorher sind sie hier hinten geschwommen. Ja. Hm. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Warum haben wir einen Zauberstab? Es muss einen Weg geben, das auch ohne Blutvergießen zu regeln. Nein, gibt es nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Gehen wir einfach dahin. Ah, die Haie schwimmen da hinten. Ja, deswegen. Das macht nichts. Da können sie nicht lang gehen. Das ist nur für Mitglieder. Und wer bist du, dass du uns aufhalten willst? Ja. Aber wir haben ja mal wieder nicht mal eine Waffe.
Im Sumpf noch irgendwas? Einfach mal fragen. Ich hab keine Ahnung mehr. was? Ich glaube, er möchte im Moment alleine sein. Butterkeks an Haie geben. Die Haie können wir nicht benutzen. Du kannst Butterkeks an das... Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später hungrig. Kaugummi? Kriegen wir Kaugummi? Ich bin kein Vandale. Ich bin ein Pirat. Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später... Warum willst du einen Keks an die Kaugummi-Maschine? Weil das ein bisschen... Dingens, talerförmig ist. Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Wir haben Kaugummi. Entschuldigung, ich bin gerade voll Hustreiz. Wollen wir hier vielleicht kurz Pause machen? Ich glaube, die Folge können wir eh jetzt langsam beenden. Ja, warte mal kurz. Was sagt das? Ja, wir können die Folge beenden. Auch wenn ich ein Stück rausschneide oder so. Ja, es ist ja nur eine Minute. Ja, tut mir leid. Ich muss gucken, warum ich gerade voll das Husting habe. Dann bis gleich. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.